Der Franz hat Klassentreffen, geht zum Klassentreffen und sieht seinen alten Spätzl, den Johannes, und sagt: Ja, Johannes, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Da sagt Johannes: No, ich heiße nicht mehr Johannes, ich heiße jetzt Johnny, ich bin nach Amerika ausgewandert, jetzt wundervoll dort und ich habe eine Ranch gekauft da. Und sagt der Franz: Na, das gibt's nicht. Das ist ja mega. Erzähl mir, was machst du dort? Was ist dort? Dann sagt der Johnny: Du, es ist wundervoll. Ich habe eine Ranch und in der Früh stehe ich auf und dann lege ich mich auf meine wunderschöne Veranda und habe ein wunderschönes Leben. Und dann nehme ich mein Pferd und dann gehe ich zu meiner Schafherde und dann schaue ich da: Oh, ist alles in Ordnung, wunderbar, okay. Dann gehe ich wieder nach Hause und dann lege ich mich auf die Veranda, oder? Es ist wunderbar da, es ist wirklich toll. So, und dann vor Mittagessen, ich gehe nochmal raus zu meiner Rinderherde, schau, okay, alle Rinder sind in Ordnung, alles super, kein Problem. Ich gehe nach Hause und dann, ich bin müde, ich lege mich auf die Veranda und es ist schön, ich liebe Veranda, ja. So, okay. Dann sage ich: Okay, ich habe natürlich auch Pferde, dann ich muss schauen zu meinen Pferden, sind alle Pferde in Ordnung, das ist alles bestens. Ich gehe zu meinen Pferden, gehe wieder nach Hause, lege mich auf meine schöne Veranda, it's so amazing, so. Der Franz war fix und fertig, das packt fast nicht. Hat einen wunderschönen Tag noch gehabt, geht nach Hause und seine Frau sagt: Und, wie war's? Und da sagt er: Na, du glaubst es nicht, wenn ich getroffen habe. Der Johannes, der heißt es gar nicht mehr Johannes, der heißt jetzt Johnny, heißt er jetzt. Und der Pferde hat der Pferde und Schafe und Rinder und weißt du was? Und weißt du was? Seine Frau, die heißt jetzt nicht mehr Froni, die heißt jetzt Veranda. It's amazing.